can't find a wound. It's because it's not my blood. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der schlimmsten Plot-Twists in Horrorfilmen auf. This doesn't make any sense. In dieser Liste sehen wir uns die unsinnigsten, enttäuschendsten und schlichtweg schlechtesten Plot-Twists an, die das Horrorgenre je gesehen hat. Seid gewarnt, diese Liste ist voller Spoiler. Welche dieser Wendungen habt ihr schon von weitem kommen sehen? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Dies ist nur ein Test. Ein Kind zu verlieren ist der schlimmste Albtraum aller Eltern und die Vergessenen verstärkt diese Angst auf das Äußerste. Oh, my child. My Sam. Tilly. There was never a Sam Peretta. You never had a son. Julianne Moore spielt die trauernde Mutter Tilly, die schockiert ist, als sie eines Tages aufwacht und feststellt, dass von ihrem Sohn jede Spur verschwunden ist. Sogar ihr Mann glaubt, dass sie nie einen Sohn hatten. Doch was als emotionaler Verschwörungsthriller beginnt, nimmt eine Wendung, als Tilly die Wahrheit erfährt. They run their experiments with or without our help. They've been doing it for years, maybe forever. Es stellt sich heraus, dass sie unwissentlich an einem außerirdischen Experiment teilgenommen hat, um die Stärke der Mutterliebe zu testen. Your connection, mother to child, like an invisible tissue. We can even measure its energy, but we don't fully understand it. So I pose the question, can it be dissolved? Die Wendung wirkt eher wie eine faule Art, die losen Enden des Films zu verknüpfen, als ein Versuch zum Nachdenken anzuregen. Nummer 9. Die wahre Identität des Schützen. Stephen King mag der König des Horrors sein, aber die Verfilmungen seiner Werke sind nicht immer erfolgreich. Selbst die vielversprechenden Verfilmungen können schief gehen. You stole my story. Will? I'm sorry, did I? I don't believe I know you. In diesem Film aus dem Jahr 2004 spielt Johnny Depp den Schriftsteller Mord, der den Bezug zur Realität verliert, als ein mörderischer Fremder namens John Shooter ihn des Plagiats beschuldigt. Auf dem Höhepunkt des Films stellt sich heraus, dass Shooter in Wirklichkeit Mords zweite Persönlichkeit ist und dass Mord die Morde im Film begangen hat. There is no John Shooter. There never has been. You invented him. Als ob das schon nicht enttäuschend genug wäre, stellt Mord auch noch fest, dass der Name Shooter für seinen Wunsch steht, seine entfremdete Frau zu erschießen. Am Ende ist Secret Window nur eine weitere faszinierende Prämisse, die durch eine pseudopsychologische Wendung ruiniert wurde. This is just bad writing. Aber keine Sorge, wenn euch dieses Ende nicht gefällt, lest einfach Kings ursprüngliche Kurzgeschichte. Sie hat einen ganz anderen Ausgang. Nummer 8. Das ist keine Puppe. And this is our son, Brahms. Als ein älteres Ehepaar eine junge Amerikanerin als Kindermädchen für eine gruselige Porzellanpuppe namens Brahms einstellt, ist es für das Publikum keine Überraschung, als sich herausstellt, dass die Puppe, wer hätte es gedacht, lebendig ist. Aber The Boy begnügt sich nicht damit, einen weiteren Film über besessene Puppen zu sein, sondern versucht im letzten Akt noch einen Schritt weiter zu gehen. Es stellt sich heraus, dass all die übernatürlichen Ereignisse im Film von einem echten, lebenden Mann verursacht werden, der sich in den Wänden des Hauses versteckt. It's Brahms. It can't be. Kritiker und Zuschauer kritisierten diese Wendung, weil sie schon früh offensichtlich war, ganz zu schweigen von den klaffenden Handlungslöchern, die sie hinterließ. A für die Mühe, F für die Ausführung. Nummer 7. Nachahmungstäter. Der fünfte Teil der Freitag der 13. Reihe folgt Tommy Jarvis, dem Überlebenden des letzten Massakers von Jason Voorhees, als er in einem Haus für gestörte Jugendliche ankommt und erneut von dem Bösewicht mit der Hockeymaske verfolgt wird. Aber in den letzten Minuten des Films erfahren wir, dass nicht Jason hinter den Morden steckt, sondern ein rachsüchtiger Sanitäter, dessen Sohn zuvor im Film getötet wurde. Obwohl er einige Krimi-Elemente in die Geschichte einführt, wird die Wendung durch schwache Texte, eindimensionale Charaktere und eine übereilte Erklärung am Ende zunichte gemacht. I guess when he was called to the scene and he saw that it was his own Joey all hacked to pieces. Der Titel versprach zwar einen Neuanfang, aber die Fans waren damit nicht einverstanden. Der Titel der nächsten Fortsetzung, Jason Lives, stellte sicher, dass die Fans bekamen, was sie wollten.
Nummer 6. Witzige Spiele. Tim. In dieser abgeleiteten und oft lächerlichen Fortsetzung wird Julie, eine der Überlebenden des ersten Films, zu einer vermeintlichen Pauschalreise auf die Bahamas überredet. Aber nichts unterbricht einen Urlaub so sehr wie ein schlimmer Sturm und ein vermummter Killer mit einem Haken als Hand. Can I help you? In einem Film voller Handlungslücken und Zufälle ist einer der härtesten Pillen, die das Publikum schlucken muss, dass Julies potenzielles Date, Will Benson, in Wirklichkeit der Sohn von Ben Willis ist, dem mörderischen Fischer, den sie im ersten Film getötet zu haben glaubte. Es stellte sich heraus, dass er Daddy die ganze Zeit dabei geholfen hat, die Zahl seiner Opfer zu erhöhen. You'll get it? Will Benson? Benson! Hi, Dad. Wir haben das Namensspiel verstanden, aber was für ein offensichtliches Pseudonym. Nummer 5. Das habe ich kommen sehen. Zeke, I want you to meet Detective in Training, William Schenck. He was the top of his academy, so don't screw this up. Zeke is gonna break you in, show you the ropes. Detective Banks, es gibt Sinn. In der lang erwarteten Fortsetzung der Saw-Reihe ermitteln zwei Detektive, der erfahrene Veteran Banks und der junge Neuling Schenck, in einer neuen Serie von Jigsaw-Fallen, die von einem Nachahmungstäter verübt werden. Nachdem Schenck tot aufgefunden wurde, wird Banks entführt und in einige Fallen gelockt. Er entkommt, muss aber feststellen, dass sein Entführer in Wirklichkeit Schenck ist. You disloyal piece of shit. Alles, was Banks über ihn, seine Familie und seinen Hintergrund wusste, war eine sorgfältig konstruierte Lüge. What about your family? What about your son? This is my son Charlie. I don't have a son. Als ob die Tatsache, dass wir Shanks Familie nie zu Gesicht bekamen, nicht schon offensichtlich genug wäre, besiegelte sein scheinbarer Tod aus dem Off die Sache für uns. We gotta try to keep his identity out of the press until I tell his wife. In einer Serie, die für schockierende Wendungen bekannt ist, war dies eine Enttäuschung für Fans, die es kommen sahen. Nummer 4. Wasserzeichen. There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? Nur wenige Regisseure sind so stolz auf ihre Plot-Twist oder auf ihre Hitze, je nachdem wie effektiv sie sind, wie M. Night Shyamalan. Aber mit seinen effektiven Gruselgeschichten und bewegenden Darbietungen ist Science ein wirklich spannender Sci-Fi-Horrorfilm, der es in sich hat. Das macht seine Aufnahme in diese Liste so frustrierend. This place is marked in crops and such. None of them are really near water. I don't think they like water. Erst als unsere Charaktere den Außerirdischen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, offenbart sich die Wendung. Diese großen, bösen, furchterregenden Außerirdischen haben eine Schwäche: Wasser. Man sollte meinen, dass sie sich ein besseres Ziel für ihre Invasion ausgesucht haben, als einen Planeten, der buchstäblich mit dem bedeckt ist, was sie töten kann. Andererseits haben wir so etwas schon in vielen anderen Alien-Films gesehen, also kann man das wohl als allgemeinen Mangel an Vorstellungskraft abhaken, oder? Nummer 3. Die ganze Zeit über Marie. High Tension ist ein spannender und effektiver französischer Slasher-Film. Er erzählt die Geschichte der beiden Freunde Marie und Alex, die von einem Serienmörder verfolgt werden, der Alex' Familie tötet und sie entführt. Die Mordserie endet damit, dass Marie den Mörder erstickt. Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen jedoch, dass Marie die ganze Zeit die Mörderin war. Der Serienmörder, den wir gesehen haben, ist nur ein Hirngespinst von Maries gestörtem Geist. In Wirklichkeit war es Marie, die Alex' Familie aus besessener Liebe zu ihrem Freund getötet hat. Bin das Verhältnis! C'est fini. Il est mort. Il est mort, c'est fini. High Tension ist ein so brutales und viszerales Erlebnis, dass der bekannte Plot-Twist alles, was vorher war, entwertet. Alex! Ça va aller maintenant, fais-moi confiance, s'il te plaît, Alex. Nummer 2. Die menschliche Puppe. Ein weiterer gruseliger Puppenfilm. Dead Silence folgt einem Witwer namens Jamie, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort findet er eine Verbindung zwischen seiner Familie und einer längst verstorbenen Bauchrednerin namens Mary Shaw. Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. And if you see her in your dreams,
Be sure you never ever scream. Bald häufen sich die Leichen und die Familiengeheimnisse werden gelüftet, aber der Höhepunkt ist, dass Jamies Vater schon seit Jahren tot ist. Wir erfahren auch, dass der alte Mann in Wirklichkeit eine ausgehöhlte Marionette ist, die von seiner Frau kontrolliert wird, die wiederum von Mary Shaw selbst besessen ist. Now, who's the dummy? Der Film versucht zu erklären, wie jemand nicht merken kann, dass sein Vater eine manipulierte Leiche ist, aber da ist die Unglaubwürdigkeit schon ziemlich dünn. Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. And if you see her in your dreams, be sure you never, ever scream. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Die Pflanzen haben es getan. Did you hear that? That's funny. That's weird. Those people look like they're clawing at themselves. Es gibt einige Wendungen, die auf dem Papier wahrscheinlich glaubwürdiger erscheinen. Dann gibt es aber auch Wendungen wie diese, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben. By the way, I think I know what's causing this. You do? It's the plants. They can release chemicals. You like hot dogs, don't you? In diesem Öko-Thriller von M. Night Shyamalan zwingt eine Masse von Menschen, die sich das Leben nehmen, ein Ehepaar dazu, aus der Stadt zu fliehen. Diese existenzielle Bedrohung, die für einen Akt chemischer Kriegsführung gehalten wird, entpuppt sich bald als das Ergebnis eines Nervengifts, das nicht von Extremisten, sondern von Pflanzen verbreitet wird. Das Ziel, die Menschheit in einem ultimativen Akt der pflanzlichen Rache auf ihre Größe zu reduzieren. Toxin? Toxin is affecting them? Vielleicht können eine gute schauspielerische Leistung und eine sinnvolle Umweltbotschaft einen so abwegigen Plot wieder gut machen. Leider werden wir das wohl nie erfahren. Plastic. Talking to a plastic plant. Still doing it. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.